Hallo liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zu diesem Forellenvideo. Endlich ist der Andreas wieder dabei nach sehr, sehr langer Zeit. Hat ein bisschen gedauert. Ja, wegen dieser Corona. Heute ist endlich wieder dabei. Ich freue mich wahnsinnig, weil das ist der, der immer eine große rausholt, wenn wir mit ihm zusammen sind. Ich bin gespannt, ob er heute auch eine große rausholt. Ich werde es versuchen, ich gebe alles, wie immer. Und wie gesagt, ich freue mich wirklich, dass der Andreas dabei ist. Und heute geht es wirklich nicht wieder um viele Fische zu fangen, sondern wir haben uns endlich mal wieder getroffen und das am Wasser. Und heute zeige ich euch natürlich auch, dass der Aktivka auch ohne Zusatzköder Fische fängt, weil viele schreiben, Juri, das sind nicht die Blinker, wo Fische fangen, sondern diese Gummiköder. Quatsch. Die Blinker, vor allem fange ich die Fische, nicht der Blinker. Es gibt nur einen guten oder schlechten Angler, keine Fischmagnete. Trotzdem möchte ich euch heute zeigen, dass der Aktivka ohne Zusatzköder auch super funktioniert. Und Andreas macht das auch. Ne? Ich versuch's mal, Also Freunde, wir fangen an. Okay Freunde, ich fange an. Gelber Aktivka 3 cm, 2,5 Gramm ohne Zusatzköder, also ohne Würmchen. Was komisch ist, wir sind heute zu zweit, ne? Mit Andreas. Der ganze Weiher ist leer heute. Aber wie gesagt, das wundert mich. So, ich mache erstmal einen Wurf Richtung Steck. Lass kurz absinken, nicht so tief. Heute ist etwas trübes Wasser. Wie gesagt, gestern hat es auch sehr stark geregnet. Wir haben uns pro Mann jetzt 5 Fische reingesetzt. Insgesamt 10 Fische. Bin ich mal gespannt, wie viel wir heute rausholen. Ich mache jetzt mal Farbe Orange, Andreas. Momentan ist ruhig. Ja, war noch gar nichts. Mhm. Okay. Farbe Orange ist jetzt dran, Freunde. Wie gesagt, mit Gelb habe ich jetzt probiert. Gute Viertelstunde gar nichts gegangen. Andreas probiert immer noch mit Weiß. Jetzt habe ich Farbe Orange gemacht. Die Fische schnappen sich zwar was an der Oberfläche, aber normalerweise müssen sie auch den Aktivka nehmen. Aber irgendwie, wie gesagt, momentan sehr, sehr ruhig. Es kommt vielleicht noch. Wir müssen nur rausfinden, wo die Fische sich gerade aufhalten. In welchem Eck. Da ist wieder was an die Oberfläche gekommen. Ich probiere mal direkt dahin zu werfen. So, jawohl. Um zu gucken. Und so wie es aussieht, muss ich Oberfläche nachfischen heute. Normalerweise lasse ich den Aktivka immer absinken. Aber heute ist es wahrscheinlich nicht der Fall. Oh, unglaublich. Jetzt hat doch einer attackiert. jawohl. Das war jetzt kein harter Einschlag, Freunde. Das ist einfach nur, gehängt irgendwie. So, der erste Fisch mit einem Orangenaktivka, 2,5 Gramm. Ohne Zusatzköder. Ja. Schöner Fisch. So, okay, wie gesagt, der Andreas fischt jetzt mit einem weißen Aktivka mit Zusatzköder. Weil ich habe zu ihm gesagt, Andreas, mach mal bitte den Zusatzköder wieder drauf auf den Spoon, um zu gucken, was jetzt besser fängt. Der blanke Aktivka oder doch mit Zusatzköder. Wir werden jetzt sehen, was wirklich besser fängt. Oh. Ja, der geht nach. Ah, Mann. Die ist nachgegangen. Also, ich habe einen kleinen Stupser gemerkt. Und die ist auch nachgegangen. Aber nicht genommen. Direkt schon in der Absinkphase habe ich schon gemerkt, den Stupser. Aber irgendwie wollte sie nicht. Schade. Jetzt ist die Frage. Hätte ich Zusatzköder gehabt, hätte dann funktioniert. Oh.
Okay. 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 Ohne Zusatzköder wieder, Freunde. Wieder orange. Das ist kein großer, aber das ist eine wunderschöne Portionsforelle. Und die ist fit. Eine wunderschöne Aktivkaforelle. Hast du einen? Ja, dann geh mal dorthin, Andres, wo die Fische sind. Ich habe meine Fische gefunden. Zwei Stück schon. Angeber, jawohl. Ohne Zusatzköder. Also Freunde, ihr seht auch, es liegt nicht wirklich am Zusatzköder, sondern es liegt wirklich mehr am Angler und nicht am Blinker, Freunde. Ich kann es nur betonen, nochmal. Es gibt keine Fischmagnete. Es gibt nur einen guten Angler und einen schlechten Angler. Wenn ich ein guter Angler bin, dann kann ich wirklich fast mit allen Ködern gut fangen, Freunde. Aber wirklich fast mit allen Ködern. Ich muss nur wissen, wie man die Köder führt, wo die Fische sind, wie die Fische darauf reagieren und so weiter. Ich muss mich einfach nur anpassen. Ich habe ja nicht umsonst diesen Spruch bei mir auf dem T-Shirt. Think like a fish. Denke wie ein Fisch. Und wenn man am Wasser wie ein Fisch denkt, dann wird man auch erfolgreich am Wasser sein. Mehr ist das gar nicht, Freunde. Schwierig heute, ne, Andreas? Ja. Hm. Noch nicht das passende gefunden. Hm. Vielleicht Oktopus aktiv, gell? So, Freunde. Der rosa-rote... Ah, wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Ich sehe da was. Einen dunklen Schatten. Ich probiere mal direkt anzuwerfen. Oh, das ist unglaublich. Hey. Oh, ist ausgestiegen. Das ist unglaublich. Was ist das? Ach du Schreck. Abgefallen und nochmal genommen. Unglaublich. Also, was habe ich noch nie gehabt. Ist das jetzt wirklich der Oktopus aktiv, gell? Das war abgefallen, Freunde. Unglaublich! So, Freunde, ich mache jetzt noch einen ganz, ganz, ganz großen, ganz weiten Wurf. Und dann gehe ich mal unter Steck probieren. Da stehen normalerweise immer die Saibenge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da einen oder den anderen Saibling noch überlisten kann, Freunde. Das wäre natürlich klasse. Ja, ist das jetzt eine Forelle? Ja, ich habe gedacht, das wäre ein Sack. Aber ganz, ganz, ganz leichte Stupser, Freunde. Ich muss meinen Kescher holen. Ganz leichte Stupser. Unglaublich. Ganz, ganz sanft genommen. Verrückt. Jawohl. Schön. Das ist was Großes, Freunde. Oh, unglaublich. Unglaublich, was ist das? Habe ich etwa eine große Forelle? Oh Mann. Oh, ist das klasse. Oh, ja. Gelber Oktopus aktiv, gell? Ich hoffe, dass ich diesen schönen Fisch rausholen kann. Oh, ich hoffe, dass der Fisch nicht zu knapp genommen hat. Komm her. Puh. Ja. Ich weiß gar nicht, was das für ein Fisch ist. Aber ich hoffe doch, dass ich diesen Fisch rausholen kann. Hä? Ich sehe gerade. Doch,
Das ist eine schöne Forelle. Das ist zwar keine Lachs, aber... Oh, ich glaube, ich habe den Fisch am Schwanz gehackt, Freunde. Ich glaube, den habe ich am Schwanz gehackt, Andreas. Also das war heftige Attacke. Aber der Fisch hängt komplett andersrum. Guck mal, am Schwanz. Unglaublich. Ah, Mann. Oh, ja. Schnell. Ach du meine Güte. Freunde, ich muss leider ganz schnell abhauen. Ich habe einen wichtigen Anruf bekommen. Ich muss abhauen. Wir sind gerade mal 45 Minuten am Wasser. Wir konnten 5 Fische rausholen. Ich muss aber ganz schnell nach Hause. Der Andreas bleibt noch da. Ja, hat er gesagt. Ich versuche es noch ein bisschen. Ja, genau. Ich muss leider weg. Wie gesagt, es war trotzdem... Wir hatten Startschwierigkeiten, aber dann haben die Fische angefangen zu beißen. Und jetzt habe ich einen Anruf bekommen, muss abhauen. Es tut mir leid. Ich hoffe, dass ich euch was Gescheites zeigen kann in diesem Video. Aber wie gesagt, ich muss ganz schnell weg. In diesem Sinne, Freunde, macht's gut. Bitte halt und bis zum nächsten Mal. Jetzt hau endlich ab. Umso mehr Fische für mich.